Parfumflasche oder wie? Du bist hier! Ich hab dich gefunden. Und an dir ist noch alles dran. Wir sind beide wohl auf. Ich hab mir Sorgen gemacht. Es gibt überhaupt keinen Grund zur Sorge. Alles hier ist einfach wundervoll. Ich muss dir etwas zeigen. Nicht so schnell? Los, komm! Was soll denn das sein? Gefällt's dir? Hab ich selbst gemacht. Was zum Teufel ist hier los? Wer ist das? Ach, das ist nur der Zimmermann. Mach dir keine Sorgen. Verstehe. Er hat ja nur eine Säge und grinst gruselig. Ganz genau. Wie lange bist du schon hier, Alice? Weiß ich nicht mehr. Ein Weilchen. Du hast einfach die Halskette abgelegt und angefangen, Blumen zu pflücken? Obwohl Cyrus im Kerker sitzt? Ja. Wieso tust du das? Weil es mich glücklich macht. Ich bin so froh, wieder hier zu sein. Danke für mein neues Kleid. Der Duft der Gänseblümchen ist wundervoll. Das sind Dahlien, Schätzchen. Dahlien, aber natürlich. Das muss ich mir merken. Du siehst in dem Kleid so schön aus, Alice. Natürlich tut sie das. Aus diesem Grund sollten wir uns über ihre gesellschaftlichen Verpflichtungen unterhalten. Nun, da sie von den Toten auferstanden ist... Gesellschaftliche Verpflichtungen? Ich will nicht um den heißen Brei herumreden. Du bist kein kleines Mädchen mehr. Nein, natürlich nicht. Und eine junge Frau muss an ihre Zukunft denken. Sarah, bitte, sie ist doch eben erst zurückgekehrt. Umso dringender braucht sie Hilfe. Hilfe? Bei was denn genau? Bei der Suche nach einem passenden jungen Mann. Dein Leben muss weitergehen. Ich habe mit Mrs. Darcy von nebenan gesprochen. Ihr Sohn ist unverheiratet, in Lohn und Brot und nicht hässlich anzusehen. Wir wollen uns zum Tee treffen. Das geht nicht. Ich fürchte, es muss gehen. Es ist schon alles arrangiert. Wir trinken nur Tee, Alice. Das wirst du doch gewiss schaffen. Der Darcy-Junge wird die Konversation übernehmen. Alles, was du tun musst, ist hübsch lächeln. Das könnte dir gut tun, Alice. Vielleicht wäre das ein Weg, um das ein... Du weißt schon. Komm mal zu vergessen. Alice, um Himmels Willen. Meine Güte, es tut mir so leid. Ich bin noch nicht so weit, einen jungen Mann kennenzulernen. Ich glaube, mancher Kummer ist nicht so schnell vergessen. Kommt mit mir. Und wenn ihr ihn findet, denkt dran, er hat einen von uns getötet. Dafür muss er bluten. Ja, Sir. Komm mit mir. Los, wir laufen.